So, hallo Freunde, nachdem wir uns ja im letzten Video die neuen Speicherkarten angeschaut haben, schauen wir uns jetzt noch kurz was an von meinem Lieblings-Akku-Replacement-Ersetzerfirma, nämlich Pantona, weil diese Akkus arbeiten wirklich hervorragend. Das ist zum Beispiel mein fetter Reserve-Akku, oder sagen wir so, der sitzt meistens an der Kamera. Jetzt ist im Camcorder gerade der original kleine Panasonic-Akku drin. Das ist hier die 3-Stunden-Ausführung und die arbeitet hervorragend in der Kamera, wird erkannt, zeigt die Restlaufzeit an, wird geladen. Ne? Und das hier sind als diese tollen Ladegeräte, wo es da mit dazu gibt, so als im Set günstig zu bekommen. Ne? Auch hier in der kleinen Sony habe ich Ersatzakkus von Pantona, die hier mit diesem Ladegerät kommen, die man eben natürlich auch über USB direkt an der Powerbank oder meinen Solarakku laden kann. Dadurch habe ich hier immer gratis Solarstrom drauf. Und da jetzt hier bald eine neue Kamera ins Haus flattert zum Testen, habe ich mir das Zeug natürlich auch besorgt für die neue Kamera. Und da gibt es hier immer dieses Bundle Star. Müsst ihr mal schauen. Das ist halt so bei Amazon. Und da gibt es immer so tolle Pakete. Da gibt es entweder einzelne Akkus oder einzelne Ladegeräte oder solche ganzen Sets, die hier kommen mit 2 Akkus und diesem 4-in-1 Ladegerät. Es gibt sogar ein 5-in-1, aber das 4er reicht eigentlich mit den kleinen USB-Anschlüssen. Ne? Schauen wir mal kurz hier rein. Das ist der Pantona Digital Battery Charger 1803. Das Zeug kommt nämlich hier immer mit Autoladekabel. Ist da noch dabei? Das normale Stromkabel und hier das Basic Grundgerät. Ne? Das ist immer das gleiche. Aber da es ja verschiedene Akkutypen gibt, muss es mechanisch reinpassen und dafür kommt dann diese Einschublappe hier. Das ist dann immer passend für die entsprechenden Teile. Das ist hier auch drauf gesetzt worden. Das dürfte der gleiche Lader sein. Aber hier, man braucht ihn halt mit unterschiedlichen Aufsätzen. Kann man sogar den gleichen verwenden, aber die Dinger kosten ja nicht viel Aufpreis, wenn du eh vorhast, 2 Akkus zu kaufen. Die kommen einmal hier drauf. Zack. Dann sind die einsatzbereit. Autolader. So, und so sehen natürlich die Akkus aus. Das sollen jetzt neue sein. Mit ordentlich Power für die kleine Größe. Ne? Pantonas. Der ist jetzt auch wieder für Panasonic gedacht. Der ersetzt den BCM13E. 1250 mAh. Und die passen hier in diese Ladeaufnahme. Und lassen sich somit überall praktisch laden. Ne? Das ist eine feine Geschichte, weil preislich halt interessant. Jawohl, Pantona. Sehr schön. Hervorragend. Da steht dem neuen Fotovergnügen natürlich nichts im Wege. Beim Fotografieren reichen die Akkus also meistens aus, aber wenn es ans Filmen geht, wo das Display ununterbrochen läuft, da ist als ziemlich schnell Schluss mit Strom und wenn ihr da nicht zwischendrin immer Abbrüche haben wollt, dann legt euch gleich so ein Set zu. Und vom Preis her kostet so ein Set mit Ladegerät, Kabel und 2 Akkus so viel, wie wenn man ein Original-Hersteller-Akku von Panasonic, Sony oder wie sie alle heißen kauft. Ne? Also einfach solche Kamera-Original-Akkus bis ruckzuck mal 40 Euro los, 30 bis 40, hier so ein Set kostet auch nur 40. Also aber 2 Akkus und noch ein externes Ladegerät, weil für die Kameras heutzutage in der Kamera geladen werden, dann kannst du mit der Kamera nicht arbeiten, wenn du gerade am Akku laden bist. So kannst du das irgendwo an die Solarbank oder an die Powerbank hängen und lässt dir deine Akkus laden, während du nur mit dem dritten Akku weiterarbeitest. Noch nicht so Preisunterschied. Der Power-Akku für meinen Camcorder hat damals 130 Euro hätte der gekostet und der Pantona Replacement hat 30 Euro gekostet. 100 Euro gespart, nur weil man sich da hier nicht auf diese Abzuckerei mit den Originalakkus einlässt. Man muss natürlich aufpassen, es gibt natürlich auch ganz billigen Mist, wo nicht funktioniert. Ich habe auch 2, 3 Firmen und Akkutypen ausprobiert und bin dann hier bei der Firma hängen geblieben, Pantona. Die machen einfach hervorragend gute Akkus, die bisher einfach, egal in welchem Kameramodell ich Pantona Akkus gekauft habe, das hat funktioniert. Es konnte in den Geräten geladen werden oder hier solche Sets, das hat einfach immer gut funktioniert. Und ihr seht ja, wie viele Videos ich schon gedreht habe mit diesem Akku, bestimmt über 1000 Videos.
wurden mit diesem Akku im Camcorder gedreht und der hat immer noch die vollen. Gut, am Anfang hat er 3 Stunden 4, glaube ich, angezeigt. Jetzt hat er also noch so 2 Stunden 58. Also im Lauf von 1-2 Jahren hat er gerade mal so 5 bis 10 Minuten maximal an Kapazität verloren. Aber das ist hervorragend. Selbst wenn der nach ein paar Jahren ausgelutscht ist und der Camcorder geht, dann besorgt man sich ja nochmal so einen. Dann hast du immer noch 70 Euro plus gemacht und hast 2 von den Akkus. Also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, der nochmal beim viel Filmen ist oder viel unterwegs oder für die Buschkrafter, die tagelang draußen sind und einfach, bevor ich da der Strom ausgeht, da gibt es ganz tolle Sets. Das läuft so über die Firma Bundlestar bei Amazon, Bundlestar Team, ne? Die stellen diese Sets zusammen mit diesen Pantona-Geräten und den Akkus. Feine Sache, kann ich nur empfehlen, damit fühle ich seit Jahren erfolgreich, ne? Transcend-Karten, Pantona-Ersatzakkus. Da könnt ihr filmen, bis die Kamera raucht. Okay, Leute, danke fürs Reinsetzen, Bewerten, Kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder zum nächsten Film. Demnächst gibt es eine neue Kameravorstellung. Mal schauen, ist vielleicht auch was für euch, die viel draußen bei Wind und Wetter unterwegs sind. Also, bye, Leute, macht's gut und immer schön Ersatzkarten und Ersatzakkus mitnehmen. Okay, tschüssi.